Herzlich willkommen zum neuen Video hier vom Kanal Hen96. Ja, heute geht es um ein paar Personalfragen, die in den letzten Wochen bzw. schon fast Monaten heiß diskutiert werden bei Hannover 96 und ein paar Meinungen zu Personalien, die auch schon bekannt gegeben worden sind. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Personalie. Hier seht ihr schon die Themen, das Foto praktisch. Bleibt super oder geht er? Weinkauf auf Laie zu Duisburg. Damit fangen wir gleich erstmal an. Erneute Laie nach Duisburg, Leo Weinkauf, so weiter. Wichtige Spielpraxis sammeln. Hannover 96 leiht Torhüter Leo Weinkauf ein weiteres Jahr an den MSV Duisburg aus. Der 24-Jährige ist auf Leihbasis schon die letzten 2 Jahre bei den Zebras gewesen. Das bedeutet also, dass er 3 Jahre dann ausgeliehen ist. Dann hat er noch, glaube ich, ein Vertragsjahr bei 96. Und dann wird er ja hoffentlich wohl Stammspiel machen bei 96, weil das kann man sich aber halt nicht mehr anschauen, die Tordiskussion. Aber da habe ich ja ein gesondertes Video zu gemacht. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, oben in der Infokarte ist es verlinkt. Ich hoffe mal, dass ich es nicht vergessen habe, aber zu dieser Power-Diskussion will ich jetzt nicht mehr viel sagen. Ich würde Leo Weinkauf nicht verleihen, ich würde ihn spielen lassen. Weil die Spielpraxis, das kann auch bei uns sammeln, sind wir mal ehrlich. Und nicht, dass er nächstes Jahr dann auch irgendwo anders hingeht und dass wir davon wieder nichts zahlen von Leo Weinkauf. Weil das soll ja wohl ein guter Torwart sein, also glaube ich auch zumindest. Ja, hier nochmal kurz die Pressemitteilung, hat sich sogar Gerhard Zuban geäußert. Leo hat sich beim MSV Duisburg super gemacht. Denn dann fragt man sich, warum spielt er dann nicht bei uns, wenn er so toll ist? Das frage ich nicht wirklich. Also verstehe ich nicht so ganz. Okay, Weinkauf wollte auch dahin, verstehe ich auch. Aber ich glaube auch, ich denke auch mal, dass er bei uns auch gerne gespielt hätte. Gehe ich mal stark von aus. Naja, ich würde ihn spielen lassen. Nächste Personalie ist den eben schon angesprochenen Gerhard Zuber. Bleibt er? Geht er? Das ist eine wirklich sehr interessante Frage. So interessant, dass Martin Kinzel auch bei letztwöchigen Pressekonferenz selber nicht beantworten konnte. Aber das können er ja nicht sagen. Wir werden sonst, denke ich mir, ist unglaublich ein Chaos ohne Ende. Ein Tag hört sich so an, als ob er bleibt. Gestern hat er gesagt, er will eine faire Ablösung finden für ihn. Oder einen fairen Übergang finden. Also was denn jetzt? Nun bleibt er oder geht er? Also aus Zubers Sicht hätte ich doch gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich verstehe das überhaupt nicht mehr. Der Zuber muss ich auch denken, bleibe ich oder muss ich jetzt gehen? Also das ist ein Chaos ohne Ende. Es ist wieder typisch 96, die Leute so lange hinhalten, bis sie irgendwie einen guten Ersatz haben für ihn. Und dann noch komisch behandeln und am liebsten auch vor das Arbeitsgericht ziehen. Siehe Gerhard Zuber vor 2 Jahren, den wollten sie ja damals schon loswerden im Prinzip, aber hat vom Arbeitsgericht verloren, wie so oft bei Hannover 96 in den letzten 3 Jahren. Eigentlich peinlich ohne Ende, wenn man 3 Fälle vom Arbeitsgericht hat und alle 3 verliert. Das ist schon komisch. Naja, also das ist ein Chaos und Gerhard Zuber, mir ist es völlig egal, ob er bleibt oder nicht, ich sage es euch ganz ehrlich. Aber mir ist es nicht egal, wenn dann Leute favorisiert werden laut den Medien, also laut der Hatz oder laut MP, dass Mirko Slomka vielleicht Sportdirektor werden wird. Also dazu sage ich jetzt nichts, bildet euch eine eigene Meinung über Mirko Slomka als Sportdirektor. Ich halte da nicht viel von, mehr sage ich dazu nicht. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er es nochmal will. Hat ja manche auch letztes Mal gesagt. Also Theater um Zuber, aber sind wir ja gewohnt, nichts Neues. Dann die Causa Hübers, die geht irgendwann irgendwie nicht zu Ende. Da hörst du ja nichts mehr von. Irgendwie will er vielleicht zu Köln, will er dahin, will er bleiben. Also, das ist auch ein Chaos ohne Ende. Langsam mal Klarheit schaffen, weil das ist auch eine wichtige Personalie natürlich. Ne? Das ist der absolute Stamminnenverteidiger, falls er bleibt. Absolute Identifikationsfigur. Also, wenn der geht, das ist schon ein Zeichen, sage ich mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kapitänsanwärter, zumindest es hat Potenzial, ein richtig guter Kapitän zu werden bei 96. Bei Kaiser, ob der Kapitän bleibt, wissen wir noch nicht. Also Hübers würde ich da schon gerne sehen, bei 96 würde jeder sehen. Aber wie sich das so entwickelt, also bin ich ein bisschen sprachlos. Also, da hört man ja nichts mehr von da. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber kann ich nicht richtig beurteilen. Hübers muss natürlich bleiben aus 96 Sicht. Aus seiner Sicht weiß man es nicht, was er denkt, was er will. Was der Berater will, was Hannover will, weiß man mal alles und nicht. Die Medien schreiben auch mal viel und viel Blödsinn. Aber schauen wir mal, hoffen wir mal, dass übers Blatt.
Die nächste Personalie ist Michail Rataschak, der jetzt vor anderthalb Wochen den Vertrag zum Torwarttrainer unterzeichnet hat. Ja, Rataschak, 39 Jahre alt, ist schon ein guter Mann, kennt die Mannschaft, ist nah dran, muss sich nicht erst einarbeiten. Okay, in seinem neuen Aufgabengebiet schon, aber nicht bei 96. Abwarten, also ist der Torwarttrainer, kann man machen. Ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Causa Zuber, zur Causa Weinkauf und Rataschak und Hübers? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Meine Meinung habt ihr heute so ein bisschen gehört. Die nächsten Tage bzw. Woche soll es primär über die EM gehen. Heute nochmal ein Zwischenvideo. Natürlich, wenn über Hübers und Zuber was kommt, wird dazu auch ein Update kommen. Habt noch einen schönen Tag. Liked mein Video, falls es euch gefällt. Abonniert meinen Kanal. Bis demnächst und ciao.